eine wahrhaft hinreißende Sequenz und jetzt wissen wir es, Kamele sind musikalisch und lieben Austropop. Aus Skandinavien erreicht uns der nächste Beitrag. Ein Schiff ist gebaut worden. Nicht dieses, ein Schiff. Die Kinder versammeln sich mit Blumen im Haar, um bei der Schiffstaufe anwesend zu sein. Ein Mädchen hat eine kleine Rede auswendig gelernt und dann ist der große Augenblick da. Presse und Fernsehen sind bereit, es kann losgehen. Jeg døper deg til askebæringen. Må hell og lykke følge deg i din ansvarsfulle gjerning langs vår kyst. Oi! Man muss schon sehr viel Routine haben als Schauspieler auf der Bühne oder auch vor der Fernsehkamera, um mit allen Situationen fertig zu werden. Und einer, der das sicher hat und jeder Situation gerecht wird, ist der Ossi Kollmann. Der scheut sich übrigens auch nicht, mit Tieren zu arbeiten, bei dem man ja nie weiß, bei den Tieren, ob sie sich ans Drehbuch halten. Da kommt jetzt also eine Szene, da wird das Improvisationstalent von dem Ossi auf die Probe gestellt. Denn es soll ein Hund bei ihm, er stellt einen Strotter da, am Würstelstand stehen bleiben. Also zu den Füßen soll er spielen, das kann kein Problem sein, weil der Ossi hat ja eine Wurst dort. Also Ton ab, Kamera ab, läuft. Achten Sie mal auf das Schild im Hintergrund, vielleicht will er dort nicht stehen bleiben. Komm, Desi, da steht der liebe Onkel Colli. So, bitte um Ruhe. So, bitte die Herrschaft um Ruhe. Danke. Das ist Verzweiflung. Was macht eine Schneeflocke aus Styropor, wenn ein Mensch einatmet? Einen Lärm machen, dass die uns entdecken. Wo so laut gefeiert wird, da hört man keinen menschlichen Ton mehr. Oft scheint...
Was das zeigt? Nein, ist in Ordnung. Ich hab's noch erwischt, da war's. Beim Mädel Riebissel zickt man sie ins Kniebissel. Pflückt das Mädel Orchideen, kriegt sie häufig Storchideen. Pflückt der Jüngling grüne Mandeln, kriegt er Sehnsucht anzubandeln. Pflückt er mit ihr Rosmarin, was geht's uns an? Lass mal ihn. Sie machten lächelnd ihre Knickse, doch die Nixe ist eine schicke Frau und gab sich gern mir hin, wenn der Mondschein schön, schön, schön. Und das Ende wollen wir genau wissen. Ossi Kollmann. Servus, Ossi. Wenn der Mondschein schon schön schien. Na. Karl Farka, na, was willst du sagen? Ist das wirklich wahr? Ja. Das ist das Ende. Wenn der Mond scheint schon schön schien. Da war aber jeder King. Na, siehst du. Wie oft hast du es gemacht? Ja, einmal dann. Ne? Dann ist es gegangen. No. Viermal, sechsmal wird man sagen. Das, der Aufbau war aber genial jetzt. Ja. Einmal, siebenmal. Kann ich nicht mehr sehr erinnern. Das ist aber ja schon wieder Oskar Siemer. Sie hatten, 13 Kropfen. Ne? Ja. Das waren immer so, das waren diese Farkas-Sachen, die er so rausschaut. Wir haben doch im Simpel immer so Schüttelreime gemacht. Nicht? Also, wir haben es versucht, aber der Hugo Wiener und der Farkas haben die besten gemacht. Und da hat der Farkas auch einen gemacht, ich weiß nicht, ob wir ihn zusammenbringen, und zwar einen doppelten. Der geht folgendermaßen: Das Grindelkind im Grindelwald sich heftig in die Windel krallt, da wird der alte Grandel wild, weil man das Kind im Wandel grillt. Karl Farkas. Solche Sachen machst du wie nix, aber Schonschein bin ich gehängt. Naja, kann man nichts machen. Sag mal, über wen lachst du? Über alle. Also über alle Komiker natürlich sehr, muss ich sagen. Ja, ich bin ein gutes Publikum. Du bist aber einer, ich habe bei dir eigentlich noch nie erlebt, dass du auf der Bühne extemporierst oder versuchst, Kollegen auf der Bühne aus der Fassung zu bringen. Das habe ich bei dir nie erlebt. Nein, das tue ich nicht, weil das ist erstens einmal unkollegial. Mhm. Weil bei mir kann man es ja probieren, aber wenn ich sehe, legt einer darauf an, mich reinzulegen oder mich zum Lachen zu bringen, steht auf der Sache. Also bei mir nichts zu machen. Hast du noch nie gelacht auf der Bühne? Nein. Bist ein Komiker, du lachst nicht. Ich habe einmal gelacht. Ich habe einmal, das gebe ich zu, ich habe einmal gelacht. Das war, da haben wir in den Kammerspielen gespielt, die spanische Fliege. Ich habe den Heinrich Meisel, diesen Schweizer, gespielt und habe zum Richard Eibn zu sagen, darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten? Und er sagt, was, Sie wollen meine Tochter zur Frau? Und nach der 30. oder 40. Vorstellung sage ich wieder, darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten? Sagt er, was, Sie wollen die Hand meiner Tochter zur Frau? Haben wir alle gelacht. Gesagt, über den kannst du ja zweimal lachen. Der hat also so einen doppelten Boden. Ja, er hat einen doppelten Boden. Das haben wir ihm in der Garderobe auch erklärt, weil er hat dann gesagt, ich weiß nicht, komisch, die Leute haben das natürlich auch bemerkt. Und der hat gesagt, komisch, die Leute sind heute aber komisch. An der Stelle haben sie noch nie applaudiert. Ossi, hast du je Schwierigkeiten mit Requisiten gehabt oder bist du, sagen wir zum Beispiel beim Frosch, da muss man ja sehr präzise spielen. Das richte ich mir immer vorher so her, dass also eigentlich nichts passieren kann. Mir ist nur einmal etwas passiert, ich gehe mit den Laternen ab,